Von dem Hochwasser in der Region sind nicht nur die Menschen betroffen, auch die Tiere fliehen vor den herannahenden Fluten. Während Wildtiere wie Fuchs, Reh und Hase sich frei ihren Fluchtweg suchen können, ist es für die Tiere der diversen Tierparks der Umgebung nicht möglich. Dramatische Szenen spielten sich beispielsweise im Tierpark Bernburg ab, wo für 7 Hirsche jede Hilfe zu spät kam. Im Tierpark in Dessau ist man bestens auf das Hochwasser vorbereitet. Also wir haben natürlich am Dienstag schon begonnen, alle möglichen Transportboxen, Kisten, Kästen, alles, was wir zur Verfügung haben und was wir benötigen werden, bereitzustellen. Das ist alles so greifbar, dass wir es wirklich nur schnappen müssen. Wir haben unser Futterlager ausgeräumt, da ja das wahrscheinlich dann auch bedroht wäre, um einfach unsere Futtermittel zu retten und zu sichern. Und ich sage mal, auch wenn Wasser steht, werden wir ja Futter benötigen. Wir haben vieles ins Mausoleum ausgelagert von den Futtermitteln, weil das so ziemlich der höchste Punkt ist hier. Wenn Sie da mal hinschauen, sind ja auch unsere Fahrzeuge stehen da oben. Ja, und ansonsten gibt es natürlich eine Telefonliste, dass wenn jetzt nach Feierabend was passieren sollte, dass die Kollegen auch alle zeitnah erreichbar sind. Es hat jeder sein Telefon dabei. Und es gibt auch eine Prioritätenliste, wer zuerst angerufen wird, der dann sofort hierher kommt und alle anderen Kollegen benachrichtigt. Es stehen von anderen Tiergärten, haben wir wahnsinnig viele Hilfsangebote schon bekommen, die uns dann bei der Evakuierung unterstützen wollen, die auch Tiere aufnehmen können. Die haben sogar schon Ställe freigeräumt. Also ich denke mal, es müsste so hinzukriegen sein, wobei wir natürlich immer noch hoffen, dass wir das unseren Tieren nicht antun müssen. Da der Tierpark selbst unterschiedliche Höhenpunkte besitzt, wäre es möglich, viele Tiere im Tierpark selbst umzulagern. Von der Umlagerung mithilfe von Narkose hofft der Tierpark, keinen Gebrauch nehmen zu müssen. Wenn jemand sagt, naja, man kann ja die Tiere auch in Narkose legen und dann irgendwo anders hinschaffen, wir haben damit auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht, dass nämlich dann die Tiere umgesetzt werden, obwohl es nicht nötig ist. Und dann teilweise in der Narkose versterben, weil es ja doch auch ein großes Risiko ist. Und es ist Stress und kleine Käfige sind immer Stress, ne? Also ich würde zum Beispiel auch nicht versuchen, einen Hirsch in einer Pferdebox unterzubringen. Das waren so Meinungen, die dann im Internet kursierten, dass ja etliche Reiterhöfe vielleicht sowas auch aufnehmen könnten. Aber dass die Tiere dann vielleicht die Wände hochgehen, weil es keine Haustiere sind. Da denken viele auch nicht dran. Dankend hat der Tierpark die vielen Hilfsangebote der Dessau-Roßlauer zur Kenntnis genommen, die im Ernstfall besonders den Kleintieren ein Notfallquartier geben möchten. Finde ich sehr gut. Das zeigt eigentlich immer nur wieder das, was wir eigentlich schon wissen, dass unsere Dessauer ihren Tierpark natürlich sehr mögen und immer bereit sind, uns dann auch zu helfen. Finde ich super klasse. Für die Tiere des Tierparks Dessau wäre es allerdings das Beste, wenn sie vom Hochwasser verschont blieben.